Hi Leute, heute möchte ich euch ganz gerne den König unter den Live-Systemen vorstellen. Hier haben wir Knoppix in der ganz neuen Version 7.4. Knoppix ist wohl mit das bekannteste Live-System von Linux, das es überhaupt gibt. Es basiert auf Debian, Stable, Testing und Unstable. Dann nimmt es verschiedene Quellen raus und bastelt sich daraus das eigene Live-System. Die Softwareausstattung ist sehr, sehr umfangreich, darum werde ich auch nicht ins Detail bei jedem Programm eingehen, sondern nur die Namen nennen, da es wirklich sehr viel Software ist. Das Ganze ist auch auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt, dass wenn wir zum Beispiel eine Sehbehinderung haben, dass wir das alles besser wahrnehmen können. Das werdet ihr auch gleich sehen in der umfangreichen Softwareausstattung. Wir haben hier den LXDE Desktop, dann klicke ich einmal hier rauf und sehe, dass wir hier den Daisy Player, den E-Book Speaker, Enable ViaCam. ViaCam ist ein ganz interessantes Programm, damit können wir die Maus per Webcam steuern, also per Handbewegung. Dann haben wir Jovi, KMac, KMouse Tool, KMauf und Orcon XVKBD. Unter anderem haben wir noch Bildungsprogramme, dazu haben wir auch einen ganzen Haufen. Wir haben hier so ein Kinderlernprogramm, dann haben wir Blinken, ein Gedächtnistrainingsprogramm, dann haben wir eToys, GeoGebra ist auch ein ganz bekanntes Programm. GNU Denemo, K-Algebra, Calcium, K-Nagram, K-Bruch, K-Geography, K-Hangman, K-Ik oder Kik, Kiten, K-Letris, K-Mplot, K-Stars, K-Touch, K-Turtle, K-Word-Quiz, LibreOffice Math, Marble, Parley, Rocks, Skillab, Skillab Advanced Cli. Also ein besserer Client, verbesserter Client, Skillab Cli, Squeak, Step, ToxMath, ToxPaint, TuxTubing und WX Maxima. Die Büroausstattung ist auch sehr umfangreich. Da haben wir unter anderem AbiWord, ein Bitcoin-Programm, den Dokumentenbetrachter, den haben wir ja überall dabei, Evolution, ein E-Mail-Programm, GNU Cache, Genomeric, KDE Zeiterfassung, Kyle, K-Mail, nochmal K-Mail, Contact, K-Organizer, K-T-Nef, den komplette LibreOffice Suite von Base, Calc, Draw, Impress, Math, Writer, dann haben wir noch Localize, Lux, Dokumentprozessor, Ocular ist nochmal ein Dokumentbetrachter, Textmarker, Wörterbuch und X-Gnokil. Dann haben wir noch einen Haufen Entwicklungsprogramme. Den Bluefish Editor, den kennen auch schon sehr viele, der ist sehr bekannt. Cervisa, Data Display Debugger, Eclipse und Genie ist auch so eins, das eigentlich fast jeder kennt. GNU Emacs, IDLE, K-App Template, K-Cache Grind, K-Link Status, Compare, Qui Viewer, Localize, MonoDevelop, PHP, MyAdmin, QT4 Assistant, QT4 Designer, QT4 Linguist, Skillab hatten wir ja schon, Squeak und Umbrella. Natürlich haben wir noch hier den Bildbetrachter, Dia, Dokumentbetrachter hatten wir schon, das GIMP ist dabei. GIMP haben wir natürlich in der Version 2.8. Den haben wir noch GPS Drive, GTK Cam, das ist ein digitaler Kamerabrowser, GVentView, das ist der KDE Bildbetrachter, ImageMagick ist jetzt nicht so mein Favoritenprogramm. Da haben wir noch Inkscape, K-ColorChooser, ColorPaint, Karula, K-Snapshot, LibreCAD, LibreOffice Draw, Ocular, Scribus, SimpleScan, SubMotion. Ups. Ah, ich verklicke mich erneut hier. Ah! Die Maus ist überempfindlich heute. Ja, XPDF und XSAID Image Scanning Programm. Wie ihr seht, ist die Softwareausstattung wirklich, wirklich sehr umfangreich. Viele Programme kenne ich noch gar nicht. Hier haben wir noch Aggregator. Wir haben auch den Chromium Webbrowser direkt als Standard Webbrowser dabei. Und Firefox natürlich auch. Ich glaube, Firefox ist als Standard integriert. Obwohl es nicht direkt der Firefox ist, ist es der Ice Weasel. In der Version 31, wenn ich mich nicht irre. Da kommt er auch schon. Schauen wir doch mal.
Ja, ist die Version 31. Als Reason, nicht Firefox. Direkt mit NoScript, Adblock Plus und noch einem Add-on, das ich aber nicht kenne. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, bei Internet, genau. Dann haben wir noch Ice Dove, Jitsi, Kaget, Kismet, Kmail, Knode, Conqueror, das ist der KDE-Webbrowser, KPP, KRDC, KRB, KTNF, KTorrent, das ist ein Torrent-Programm, Linphone, Numble, Open VRS-Client, Pigeon, der Sofortnachrichtendienst, Remia, um eine entfernte Desktop-Verbindung zu erstellen, Silphid, Transmission, Vidala, damit können wir also auch ins Tor-Netzwerk gelangen, das ist auch wirklich gut. Da hat man gut mitgedacht. PPA, Guy, GUI, XChat, IRC. Unter anderem haben wir noch viele, viele Knoppix-Programme. Wir können den Compiz 3D-Desktop neu starten. Wir haben den ClammerV-Virenscanner für Virentest. Damit können wir also auch unser Windows-System abscannen, wenn wir zum Beispiel eventuell Probleme mit Viren auf unserem Windows-System haben. Können wir das als effektives Live-System benutzen. Wir können auch Desktop zum Beobachten freigeben. Wir haben Druckereinstellungen, GPRS, UMTS-Einwahl, IP-Traffic Analyzer, ISDN konfigurieren. Wir können hier Knoppix auf Flash installieren, also wir können das auf einen USB-Stick schreiben oder auf eine SD-Karte. Der Client unterstützt aber auch, das System auf eine Festplatte zu installieren, dass wir das Ganze als Festplatte von der Festplatte auch starten können, als System. Mit Knoppix bin ich auch in der Linux-Welt aufgewachsen, sozusagen. Knoppix war eins meiner ersten Linux-Systeme, die ich getestet habe. Ich glaube, direkt nach Slitas. Slitas ist in der Beschreibung, ist auch sehr schön. Wir können nochmal den Knoppix-Desktop aus neu starten. Wir können hier jetzt LXE, KDE, GNOME oder LAS VM starten. Das ist alles in der DVD-Version mit integriert, aber standardmäßig ist LXE installiert. Also ausgewählt meine ich natürlich. Wir können eine Firewall einstellen. Hier ist ein Knoppix Festplatte installieren. Das geht natürlich aber von dem hier auch, von dem anderen. Netzlaufwerke durchsuchen können wir auch. Root-Passwort setzen. Die Root-Shell, Samba-Server, SSH-Server, der Tor-Proxy und Synaptic, um zusätzliche Programme zu installieren. Spiele haben wir eine ganze Menge. Die werde ich jetzt aber alle nicht vorlesen, weil Spiele sind meiner Meinung nach nicht so wichtig. Aber schaut euch diese übergroße Sammlung an Spielen an. Da kann man sich gut die Zeit vertreiben. Dann haben wir noch Systemwerkzeuge, zum Beispiel den Bakula-Monitor, den dconf-Editor, Dolphin, den DOS-Emulator, um DOS-Programme auszuführen. Das ist ganz lustig eigentlich. Da können wir die Festplattenbelegung analysieren. GDebi, um DEB-Dateien zu installieren. Hardtop. Gehe jetzt mal ein bisschen schneller rüber. K3B, K-Disk-Free, Konsole, KRFB, Casus Guard, K-Wallet Manager, K-VicDisk, Midnight Commander, ein Dateibrowser im Terminal, Nepomuk-Bereinigung, Nepomuk-Sicherung, Nepomuk meine ich natürlich, Netzwerkdiagnose, PC-Man FM Dateimanager, das ist der Dateimanager von LXE, Report Bug NG, Systemprofile und Benchmark, Systemprotokoll, Systemüberwachung, Tiger Unix Security Tool, UXTerm, VirtualBox, um virtuelle Maschinen auszuführen und XTerm. Hier haben wir noch alle Aleph, Alter Mixer, Amarok, Audacity, Audio Recorder, obwohl wir dafür auch Audacity benutzen könnten, Brasero, Cheese, Aumix, Daisy Player, Dragon Player, E-Book Speaker, GNOME M Player, GNU Denemo, Instabull Desktop Session Recorder, Jack Time Machine, Yook, K3B, Caffein, KDN Live, das ist ein Videobearbeitungsprogramm, Kino, K-Mix, KSCD, Mediatomp, MeTV, Minitube, ein kleines YouTube-Programm, OpenShot Video Editor, auch ein kleines Bearbeitungsprogramm, QJack CTL, QTV4L2 Test Utility, Rhythmbox, Ripper X, Rose Garden, SM Player, Sound Juicer, Stop Motion, TV Time Television Viewer, VLC Media Player und WinFF. Wine ist auch direkt verfügbar, um Windows-Programme auszuführen. Und dann haben wir noch einige Zusatzprogramme, noch ein ganzes Standardkram, Archivmanager, Bildbearbeitungsprogramm, kennen wir ja alles, und ein Programm, um Passwörter zu verwalten. Cleopatra, Leafpad, Laufwerksprogramm,
Das sind so die Standardsachen, die wir hier drin haben. Ja, wir können natürlich auch noch unsere Einstellung treffen, zum Beispiel komplett ein bisschen umstellen. G-Parted ist auch noch mit dabei. Bei Erscheinungsbild können wir einpassen. Da einem das Erscheinungsbild normalerweise ja nicht so toll gefällt, so will man ja immer ein bisschen ändern. Eine Sache ist noch recht relevant. Wir haben hier einen Dateimanager, der reagiert aber etwas anders, als wir es kennen. Der reagiert zum Markieren, wenn wir einmal die Maus drüber halten und ein Klick reicht, um das Ganze zu öffnen. Ja, das Knoppix-Logo kennt man ja auch. Hier dieser Pinguin. Naja, also Knoppix ist schon ein recht sehr großes Live-System. Da ist wirklich viel, viel drauf. Das ist jetzt die DVD-Version, da ist wirklich alles mit drauf. Und da kann man dann auch ganz gut mitarbeiten als Testsystem, zum Beispiel um das eigene Windows zu reparieren oder Viren abzusuchen oder einfach als ganz normales Betriebssystem, da es wirklich sehr bekannt ist und stabil und super läuft. Klaus Knopper ist für die Entwicklung verantwortlich und Knoppix gilt auch als das bekannteste Live-System, das es gibt. Ist auch eines der ersten, die wirklich bekannt geworden sind. Ist, ja. Denn hoffe ich konnte euch heute helfen. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig, dass ich euch die ganzen Programme vorgelesen habe. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.